Willkommen zurück, Leute. Wir haben es wieder aus dem sonnigen Brasilien ins wunderschöne Wien geschafft. Und das Ding, das ihr da hinter uns seht, ist ein riesiger Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und genau den wollen wir heute erklimmen. Es diente zum Schutz vor Luftangriffen. Ist richtig massiv. Es wurde hier auch versucht, das Ding nach dem Zweiten Weltkrieg in die Luft zu sprengen. Wir haben hier schon mehrmals versucht reinzukommen, aber ohne Erfolg, da alle Eingänge zugemacht wurden. Aber heute bin ich mir sicher, dass das hinhaut. In dem Sinne, let's go. Boah, also jetzt schaut euch das Ding mal an. Das Teil ist einfach nur gigantisch, massiver Stahlbeton. Also darauf zu klettern wird auf jeden Fall eine Challenge. Das Ganze ist ungefähr 10 Meter hoch, also richtig schwer darauf zu kommen. Ich würde sagen, wir gehen mal rundherum und verschaffen uns einen Überblick. Komm, los geht's. Boah, das Ding ist wirklich riesig. Hier kann man gut sehen, dass überall so kleine Vordächer sind. Und ich glaube, über die können wir vielleicht draufklettern. Oh, und hier oben ist auf jeden Fall eine Öffnung. Da mag man ja einfach nur reinkommen. Ja, wenn man da irgendwie hinkommen würde. Und hier hinter dem ganzen Gestrüpp verbirgt sich direkt ein Eingang. Aber ihr seht, das ist alles zugemauert. Schauen wir da gleich mal rein. Oh, da wird's reingehen. Da wird's tatsächlich reingehen. Und man spürt hier die Bunkerluft, Leute. Man spürt hier direkt die Bunkerluft. Boah, das macht einen heiß. Komm, dann müssen wir heute wirklich. Ja. Los geht's. Los geht's. Hier direkt der nächste Eingang. Ihr seht's, wieder komplett zugemauert. Alter. Wir drehen hier ein Video. Oh. Das ist dokumentiert. Wir machen eine Dokumentation. Da gibt's direkt Stress. Wo wir das Ding bis jetzt noch filmen. Sie sehen ja wirklich gut das Dach. Wissen Sie, ob das mal gesprengt wurde? Ah, das müssen wir uns natürlich dann nachher noch genauer ansehen. Also das wird ja eine Challenge mit den ganzen Leuten hier. Da sind überall Wohnungen herum und die Leute fragen einen direkt, was man hier machen will. Wird eine Challenge, da ungesehen raufzukommen. Ach, wir sind doch nur Explorer. Wir werden hier auf jeden Fall im Undercover-Modus vorgehen müssen. Alles zugemauert. Aha. Das sieht aber wie ein Loch aus. Der Weg sieht rein. Bro, da ist wieder zugemauert. Ja, das hat schon mal jemand probiert. Aber auch hier, das Ding ist wirklich absolut gesichert. Also die einzige Möglichkeit da reinzukommen, ist, glaube ich, wenn wir da raufklettern irgendwie. Hier haben wir schon direkt den perfekten Baum. Ich würde sagen, wir probieren da gleich mal aufs Vordach rauf und schauen dann, ob wir da irgendwie noch ganz aufkommen. Yes. Wie sieht's da oben aus, Fedor? Stehen so Stifte raus. Stifte? Okay, ich komme gleich nach. Bro, undercover ist hier aber gar nichts. Na, hier sind überall Häuser rundherum. Ja, boah, wir müssen schnell sein. Aber schaut euch das mal an. Massivster Stahlbeton und hier stehen überall diese Stifte raus. Das ist ja wirklich fast wie eine Kletterwand. Oh, und was ist das? Solche Schlitze. Komplett zugemacht. Ich würde sagen, ich versuche mal direkt hier ein bisschen hochzuklettern, damit wir wissen, ob das funktioniert oder nicht. Komm, gleich hoch da. Boah, das biegt sich komplett. Ja. Da? Boah, jetzt fehlen die echt nur noch 2 Meter. Das Stück ist halt wirklich schwierig. Boah. Ich stehe jetzt hier in der Fassade und halte mich dann so eine Stahlstange fest. Aber hier sind jetzt überall nur noch diese dünnen Nägeln. Da kann man sich nicht festhalten. Das ist zu gefährlich. Das hält, glaube ich, mein Gewicht nicht aus. Aber ich bin fast oben, also viel wird nicht mehr fehlen. Irgendwie kommen wir da heute rauf. Aber der Weg ist es noch nicht. Alter, das kann nicht sein. Das war so knapp. Ich glaube, wir müssen direkt nach einem anderen Weg suchen. Ja. Oh. Ah. Alter. Direkt mal das nächste Dach hier abchecken. Vielleicht geht es ja da irgendwie rauf. Gleiches Prozedere wie gerade eben. Schön den Baum hoch. Oh. Okay. Da drüben ist auf jeden Fall eine massive Stange. Das könnte vielleicht klappen. Da kommt man vielleicht drauf. Man muss hier mal auf jeden Fall irgendwie auf die andere Seite kommen. Das Blöde ist, dass man hier nicht mal die Kante sieht. Irgendwie muss es da jetzt rüber gehen. Oh. Okay, ich bin drüben. Jetzt muss ich nur den anderen hier irgendwie rüberkriegen. Oh!
Boah, war das sketchy. Komm rauf. Yes. Ja, 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 ein bisschen noch. Yes. Boah, das ist scary. Komm, einfach wegstoßen. Boah. Yes. Boah, das war aber geil. Und jetzt schau dir das mal an, Bro. Also da könnte es raufgehen. Da könnte man jetzt die Geheimwaffe einsetzen. Ja, ja. Wir haben natürlich ein Ass im Ärmel. Und zwar einen guten alten Enterhaken. Schaut euch das Ding an. Also das Teil könnte man jetzt vielleicht eventuell hier raufwerfen. Und wenn wir Glück haben, verhakt sich's bei dieser fetten Stahlstange. Und dann geht's da aber wirklich hoch. Jetzt aber mal direkt die Wurfskills unter Beweis stellen. Los geht's. Schön aufpassen, dass das nicht zu uns zurückfliegt. Boah, das sieht sketchy aus. Oh, Alter! Alter, der war nicht Der war schlecht. Gut! Boah, das war fast first try. Das könnte echt das hinhauen. Das funktioniert. Boah! Die sind gut. Oh. Komm, anker das Ding. Boah! Bei der Technik habe ich aber Angst. Bro, jetzt mach dich locker. Aha. Aha. Au. Es ist schwieriger als gedacht. Ja, ja. Das ist wirklich ein Geduldsspiel, aber gleich wird er hängen bleiben. Da bin ich mir sicher. Der wird gleich hängen bleiben, Bro. Der ist es jetzt. Ja, der ist oben. Der ist komplett oben. Okay, jetzt leicht anziehen hier. Mit Klavierspielerhänden das Ding anpacken. Das hängt irgendwo. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Das hängt doch nicht. Ah, das hängt schon wieder. Oh, ist auf jeden Fall nicht wie in den ganzen James Bond Filmen, wo das Ding einfach direkt irgendwo hängen bleibt. Jetzt kurz mal eine Stunde warten und herumversuchen, bis das Ach, da komm, irgendwo hängen bleibt. Jetzt aber hoch damit. Ach komm. Oh. Alter, nein! Der war direkt auf die Kante, Leute. Oh. Das war aber knapp. Ich weiß nicht, wie beim wievielten Versuch wir schon sind. Wir haben jetzt schon wirklich über 1,5 Stunden herumgeworfen. Das Ding muss sich wirklich an der perfekten Stelle perfekt verhaken, dass das funktioniert. Wir probieren das jetzt echt schon ewig. Wir werden jetzt einen Timer für 1/2 Stunde stellen und wenn es dann nicht funktioniert, dann müssen wir uns einen anderen Weg überlegen. Die Zeit läuft. Oh, rein in die Würfe. Und Vollgas. Ah. Die Zeit ist um, es hat noch immer nicht geklappt. Zusätzlich hängt das Seil hier oben fest, wir kriegen es nicht mehr runter. Und so wie das da gerade oben hängt, ist das einfach viel zu sketchy. Dadurch, dass da oben einfach eine flache Ebene ist und kein Überhang, verhakt sich das Teil einfach nicht gut. Das Safety-Team hat diesen Weg nicht genehmigt. In dem Sinne, Leute, wir werden jetzt direkt hier weiterschauen. Irgendwie muss es darauf. Bro, das kann ja nicht wahr sein. Wir müssen da unbedingt drauf. Hier ist auf jeden Fall ein riesiger Baum, der hier ganz raufragt. Und den Abstand, den könnte man vielleicht rüberspringen. Das könnte möglich sein, ist echt verdammt sketchy, aber wer weiß. Das Schwierige ist dann halt echt hier rüber zu kommen. Da muss man ja auch dann irgendwie wieder zurück. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Los runter geht's. Und direkt probieren. Oh, das sieht wild aus. Das ist das gute Stück. Aber wenn man über die Mitte kommt, dann soll es eigentlich gehen. Also man muss hier wirklich den Baum von der Seite umklammern und sich so im Koala-Modus hocharbeiten. Ich werde das jetzt direkt mal probieren. Der Fredo hält derweil hier unten die Stellung und ich gebe dir einfach ein Update, ob das funktioniert oder nicht. Komm hoch mit dir jetzt. Los geht's. Fredo. Das ist hardcore. Man bleibt hier überall hängen. Und es ist richtig anstrengend. Und ich habe gerade mal 1/4. Kurz Rest und dann weiter. Ja, geil, komm. Okay, kurz Rest wieder. Das ist hardcore. Der Climb ist auf jeden Fall schwerer als gedacht. Die Finger sind komplett kalt und es gibt hier wenig Griffe.
Das ist er. Das ist der Bunker. Leute, ich bin oben. Ich hänge hier gerade in der Baumkrone. Der Climb ist komplett scary. Ich bin richtig außer Atem. Aber schaut sich das an. Das ist das Dach vom Bunker. Und da drüben geht's rein. Aber ich muss irgendwie rüberkommen. Aber wie? Ich bin so nah. Ah, der Baum wackelt. Vielleicht kann ich mich darüber wackeln. Yes, komm. Ja. Ich bin oben. Leute, ich bin oben. Ich muss mich hier kurz verstecken, dass mich keiner sehen kann, weil es sind hier rundherum Häuser. Alter, was war das gerade für ein Move? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut filmen konnte. Ich war gerade wirklich zwischen dem Baum und dem Abgrund, habe ich dann mit dem Liegestütz hier weg auf die andere Seite gestoßen. Aber schaut euch das an. Das ist der Bunker, da geht's rein. Ja, da geht's rein. Jetzt irgendwie den Fehler draufbekommen. Okay, ich muss mich kurz beruhigen. Bro, da geht's rein. Hast du wieder das geschaut? Feder, ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder runterkomme. Ich sag's dir, wie es ist. Kannst du irgendwie das Seil positionieren, weil den Climb mag ich richtig machen. Okay, okay. Den Enterhaken einfach? Ja. Okay, ich werde den Enterhaken hier jetzt oben fixieren und der Feder kommt mit dem Seil drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Weg hier wieder zurückgehen können. Aber jetzt mal den Enterhaken fixieren. Da ist das Ding. So war das vorhin hier verkeilt. Ihr seht's, das hängt nur an dem kleinen Stein hier. Okay. Das ist safe. Ja. Ja. Das ist scary. Yes, bro. Oh. High five, wir sind oben. Yes. Wir sind wirklich oben. Das hat direkt jemand aus dem Fenster gesehen. Ja, wirklich so. Wir sind direkt hier rein, bevor uns jemand sieht. Komm. Ja. Wir sind drinnen. Kurz entspannen und dann das Ding exploren. Okay. Das hat funktioniert, wir sind oben. Und jetzt schau dir das mal an, wie das hier aussieht. Direkt schon die Pfeile, hier irgend so ein komischer Turm, lauter Stiegen. Oh, gleich geht's los, gleich geht's los. Ja. Kurz entspannen, dann Abfahrt. Wir haben uns jetzt mittlerweile beruhigt. Wir werden uns jetzt kurz das Dach anschauen, bevor die Sonne verschwindet. Und uns dann die ganzen Stockwerke hier runterarbeiten. Perfektes Timing, oder? Die Sonne geht gerade runter, das ist echt wunderschön. Alter, was ist das? Oh, da geht's richtig in die Tiefe. Ja, Alter. Boah, keine Ahnung, was ist das? Es wirkt doch so, als wäre das Ding nicht fertig gebaut, oder? Es wurde ja in der Endzeit vom Krieg gebaut. Der Plan war das wahrscheinlich noch viel fetter zu bauen. Hier ist wirklich alles komplett eingestürzt. Das könnte die Stelle sein, wo wir versucht haben, das Ding in die Luft zu jagen. Hier überall. Boah, hier genau das Gleiche. Die Decke war wahrscheinlich vor allem bis hier. Da hier gerade perfekt die Sonne untergeht, werden wir direkt unser neues Spielzeug austesten. Und zwar den eisernen Albatros hier. Direkt rein in eine schöne Drohnenaufnahme, oder? Los geht's. Los geht's. Die Drohne ist oben und das Ding fängt zum Piepen an. Hoffentlich stürzt uns das Teil nicht gleich ab. Das ist wirklich der erste Flug mit dem Teil. Ich hoffe, die Aufnahmen waren trotzdem nicht so schlecht, aber jetzt mal wichtig, dass das Ding hier wieder heil runterkommt. Boah, Bro, das landet genau auf uns. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Komm runter. Ja. Hier oben ist sogar das Drohne steigen lassen, Sketchy. Das Dach haben wir abgehackt. Für uns geht es jetzt auf geraden Wege hier runter. Schön die Stockwerke erkunden. Schau dir das an. Hier sind überall so Löcher im Boden und hier sieht man wirklich perfekt die Decke, die hier komplett eingestürzt ist von der Explosion. Aber die hängt einfach trotzdem noch an diesen Stahlstreben hier fest. Es ist wirklich unvorstellbar, wie stabil diese Bauten sind. Sieht das geil aus? Boah, schau dir das an. Espennest, oder? Das sieht echt wahnsinnig aus. Sieht man, wie viele Stockwerke das Ding hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stockwerke, glaube ich. Ja, der hat sich gut angehört. Schön dem Pfeil folgen.
Wow, Geländer. Steinalt. Hier überall solche Teile, die aus der Wand stehen. Keine Ahnung, was das ist. Und hier diese Scharten von vorhin. Die kann man gut sehen, wie dick die Außenmauer ist. Da drüben sieht man genau, wie dick sie ist. Ah ja. Es hat wirklich eine Wandstärke von ca. 2,5 Metern. Wank, wie massiv die das gebaut haben. Und an der Stelle muss man gleich erwähnen, dass das wieder von Zwangsarbeitern errichtet worden ist. Das ist wirklich geisteskrank. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie die so eine Wand damals eingezogen haben. Geht es jetzt wirklich raus? Was ist das hier? Boah, da ist die Decke schon eingestürzt. Das wurde hier abgemauert und wahrscheinlich nicht reinstolpert. Wir müssen echt vorsichtig sein. Ja. Und hier geht es jetzt in den Zylinder rein. Alter Scholli. Also hier oben sind noch so Streben eingezogen. Vielleicht war das wirklich einfach die Belüftung, oder? Es kann sein, weil es sind überall kleine Fenster, wo es reingeht. Also ja, wirklich keine Ahnung, was das ist. Und weiter runter. Boah, was ist das? Da steht was Altes. Was Altes? Boah, Gasschleuse. Was ist das echt für ein Buchstabe? Und hier drüben Rauchverbot. Das ist steinalt. Stehen wirklich noch alte Schriften. Erste Hilfe. Wie kann das noch so gut erhalten sein? Ja, der muss doch leuchten. Ja, der leuchtet nicht. Normalerweise ist in diesem Bunker immer phosphoreszierende Wandfarbe und die leuchtet auch immer. Der war's jetzt. Ah ja. Fedo, schau dir den an, der leuchtet. Wow. Ich dachte mir schon, wir finden hier keine. Ich leuchte den hier wirklich von ein paar Metern an und der leuchtet noch wie eine Eins. Da ist direkt noch ein Ding. Wow. Jetzt aber anstrahlen, das Ding. Wow, er ist ja wirklich in Einsatzzustand. Alter, so einen starken habe ich noch nie gesehen. Hier das Loch von vorhin und hier direkt eine Markierung, weil ihr seht, da geht schon wieder einfach runter. Da einmal drauf springen und das bricht ein. Oh, das sieht jetzt anders aus. Die sind jetzt wirklich so Räume, oder? Vielleicht war das dann für die Zivilbevölkerung. Sind das die Eingänge vielleicht? Alter. Ah ja. Das sind die zugemauerten Eingänge, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Hier geht's wieder raus in die Frischluft. Und hier eine Tür. Das wäre zu schön gewesen, wenn die jetzt aufginge. Ich muss euch ehrlich sagen, der Weg hier raus, der macht mir noch Sorgen. Ich habe richtig Angst davor. Ach, das machen wir dann schon irgendwie. Vorsicht, Absturzgefahr. Das hört man ja gerne. Ah, ein schöner Funke wieder mal. Sieht aus wie so ein Mini-Igel. Ja, das ist ein Katzenhäuschen. Schau dir das an. Hier. Und da drüben der Eingang. Bro, was ziehst du damit? Du hast da den Monsterspinnvater an dir. Also irgendwo muss die Monsterspinne hier noch hängen. Wo? Bist du Tipper? Nein! Oh, ich habe echt geklappt, dass da ein Ding dran ist. Boah, was ist das? Da beginnen jetzt plötzlich die Pyramiden von Gizeh oder wie? Hieroglyphen. War wahrscheinlich mal eine Kunstausstellung oder sowas. Aber mehr ist hier auch nicht. Und das ist jetzt das Ende vom Zylinder. Da stand wahrscheinlich mal eine Maschine drin, oder? Bro, ich glaube, wir haben ja wirklich schon alles gesehen. Hier gibt es kein Stockwerk mehr, oder? Das gibt's ja nicht. Keine Relikte. Komplett hergefickt. Alles ausgeräumt. Ja. Echt jetzt hier den Todesclimb reingemacht und dann liegt hier nichts mehr rum. Das kann ja nicht wahr sein. Hier muss es natürlich auch wieder rausgehen. Boah, vor dem Weg habe ich Angst. Ja. Keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Nichtsdestotrotz, das Gebäude ist wirklich extremst eindrucksvoll, einfach weil das so massiv gebaut ist. Hier sind nicht mal Graffitis oder so noch an der Wand. Also ich glaube, hier waren wenig Leute. Aber ja, wir müssen jetzt hier irgendwie wieder raus. Da sind wir wieder. Oh, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir müssen da irgendwie mit dem Seil runterklettern. Ja. Der Baum ist keine Option. Ja. Hört sich das an. Okay, der Enterhaken ist noch da. Und das ist ja jetzt der Climb, den es gleich wieder runtergehen muss. Oh, das wird's auch, Leute. Ich würde sagen, wir wechseln den für das Seil aus, weil den können wir nicht hier zurücklassen.
werde jetzt einfach mal mit dem Seil runterklettern und danach werden wir das Ganze hier ohne Knoten einfach einspannen, beide Seiten runterlassen. Ich werde mich dann an ein Ende dran hängen und der Fredo wird einfach beim anderen Ende runterklettern. Und danach können wir alles einziehen. Das sollte funktionieren, oder? Hoffen wir mal. Ich hau das so hin. Komm, los geht's. Oh. Oh. Unten. Okay, das ging gut, Fido. Du kannst runterkommen. Yes. Oh, perfekt. Ja, komm. Ja. Alter, ah, yes. Unten. Funktioniert. Enterhaken und Seil, beides gesichert. Jetzt geil. Noch den Baum und wir haben es geschafft. Perfekt. Oh, okay, wieder auf Boden. Wir sind unten, Leute. Mission abgeschlossen. Jetzt aber mal weg hier. Komm. So Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen, haben das Auto letztens vergessen, deshalb hier ein paar Tage später. War auf jeden Fall eine richtig wilde Mission, hat Bock gemacht mit den Panzern und dem riesigen Hochbunker, also das war ja mal wirklich wild. Zwei richtig geile Missionen, dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute.